Leute, diesmal basteln wir eine Sattelkammer und viel Spaß bei diesem Video. So, ihr seht schon, was man so alles braucht. Heißkleber, Schere und zwei Klopapierrollen. Und Papa, man sieht gerade meine Klopapierrolle und ja, das Video ist nachgesprochen. Ist ja auch in Zeitraffer abgespielt. Und dann müssen wir die Klopapierrolle erstmal so klein schneiden. Ich habe mir schon was aus der Pappe ausgeschnitten. Und so ein bisschen umgeknickt, weil das werden wir später noch brauchen. Und sorry für das Piepen, das war gerade mein Handy. Und ja, dann klebt eben diese ausgeschnittenen Klopapierdinger da oben so hin. In der obersten Reihe quasi kommen dann drei hin. Und unten darunter schräg zwei. Nicht direkt untereinander, weil die Sattelgurte, dann den Sattel streifen würden. Wie ihr seht, hier so versetzt quasi. Sorry. Oh nein, da hinten ist noch eine Rosette. Ja, die habe ich noch dazu gelegt. Und ja, dann braucht ihr noch eine Klopapierrolle und da habe ich die so links unten hingeklebt. Da kommen dann die Decken drauf. Könnt ihr auch rechts unten hinmachen. Dann braucht ihr zwei kleine Pappquadrate. Bei mir waren die auf der einen Seite weiß und auf der anderen braun. Und dann noch so eine kleine Pappe. Und da klebt ihr das dann hinten so drauf. Dort kommen dann die Putzkoffer und Putzkisten. Ja, ist das Gleiche. Kommt da eben so hin. Und das klebt ihr dann quasi da unten auf das Umgeklappte hier, wie man sieht. Da habe ich was dahinter gestellt, damit es stehen bleibt erstmal. Das müsst ihr dann auch übrigens so anlehnen, weil sonst gibt es um. Habe ich das hier noch mit Heißkleber draufgeklebt so. Und dann seid ihr mit dem Grundgerüst auch schon fertig. Also Leute, das ist jetzt die Sattelkammer. Ihr könnt natürlich noch Wände dran machen. Ich habe jetzt bloß mal hier noch schnell eine Wand dran gemacht, damit ihr wisst, wie es dann ungefähr aussieht. Und hier hat man eben verschiedene, ja, was soll ich sagen, Haken-Dings, wo man dann die Sättel und Ränzen dran hängen kann oder drauflegen eben. Dann hat man hier ein Fach für Putzboxen. Und ja, sorry, mein Fenster ist offen. Dann hatte ich hier noch diesen extra Sattelbock. Den habe ich jetzt hier einfach hingestellt. Den könnt ihr hier so hinstellen oder so, wenn ihr den habt. Hier kann man dann Decken drauflegen. Oh, hier liegt Klebeband. Decken drauflegen. Zwei oder so finden da schon Platz. Und hier kann man Halfter reinlegen. Ihr könnt ihn natürlich auch probieren, hier so ranzuhängen. Das wird aber ja schwer. Also hier könnt ihr so Sachen reinlegen, wie Bandagen oder Halfter. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das kurze Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.